Die steirische Industrie trägt führend zu Innovationen in der Mikroelektronik bei. Etwa 50% aller RFID-Chips, die weltweit eingesetzt werden, das sind mehr als 5 Milliarden, sind in der Region Graz entwickelt worden. Fast 95% der elektronischen Dokumente wie Pässe oder Führerscheine basieren auf steirischer Technologie. Im Automobilmarkt haben steirische Firmen einen 50%igen Marktanteil bei Schlüsselfernbedienungen und Reifendrucksensoren. Die Firmen NXP, Infineon, Enso Degeto und Frequent Frosch Electronics haben zusammen mit zwei Instituten der TU Graz unter der Koordination von Joanneum Research das Forschungsprojekt SECOS initiiert. Innerhalb von 3 Jahren werden mehr als 20 hochqualifizierte Personen, davon 4 Dissertanten und 8 Diplomanden, unter der Anleitung von 4 exzellenten Key Researchern tätig sein. Für die Zukunft wird noch einmal ein sprunghaftes Ansteigen der Anwendungsbereiche für RFID-Technologien erwartet. Vor dem umfassenden Einsatz dieser Technologien sind jedoch Sicherheitsprobleme zu lösen und Datenschutzbedenken zu entkräften. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, werden in SECOS 3 Hauptthemen erforscht. Das erste Forschungsthema ist die Entwicklung einer sicheren und vertrauenswürdigen Web-Software-Umgebung, die die Privatsphäre der Benutzer und die wirtschaftlichen Interessen von Firmenkunden optimal schützt. Das zweite Thema, die Erhöhung der Sicherheit in der Hardware, bildet die Grundlage für umfassende Sicherheit und Schutz der Privatsphäre. Im dritten Thema arbeitet das Projekt an größeren Reichweiten, höheren Geschwindigkeiten und mehr Speicherkapazität als Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz in neuen Anwendungsgebieten. Bereits im ersten Jahr präsentierten Projektpartner das Anfänger-Kit Find It bei einer namhaften Ausstellung in den USA. Dieses Kooperationsprojekt ermöglicht Neueinsteigern mit wenig Aufwand, RFID-Technologie für die Verwaltung kleinerer Sammlungen einzuführen. Diebstahl und Fälschungsschutz sind Anwendungsbereiche, die den Konsumenten unterstützen, authentische und nicht manipulierte Waren zu beziehen. Der Demonstrator Safe Bicycle Parking trägt dazu bei, die herkömmlichen Fahrradabstellplätze sicherer zu machen. Der Einsatz von energiesparenden Sensortechnologien zur Automatisierung im Haushalt ist besonders vielversprechend. SECOS demonstriert sichere Haushaltsautomatisierung durch NFC-Einsatz mit extrem geringem Stromverbrauch zur Strommessung und Verbrauchskontrolle. Dabei ermöglicht die Funktechnologie die Steuerung von beliebigen Geräten über Smartphones und das Internet. Das K-Projekt SECOS ist ein wichtiger Baustein in der Forschungs- und Entwicklungsstrategie der beteiligten Firmen. Zusammen mit anderen Projekten trägt es dazu bei, deren Position zu festigen und für die Zukunft wichtige Entwicklungen voranzutreiben.